Rudi, nein! Komm schon. Hey. Ich hab schon gedacht, du wirst nie mehr aufwachen. Was haben wir gut gesehen? Wo bin ich? Das ist mein Apartment. Nicht so luxuriös, aber... es reicht. Ich hab dich gefunden vor ein paar Tagen. Du warst ziemlich hinüber. Du hast dich um mich gekümmert? Komm schon, ist Ehrensache. Du konntest da nicht bleiben. Eingehen wie ein Hund auf der Straße. Ich bin Stan. Wie heißt du? Jody. Willkommen im Land der Lebenden, Jody. Es ist schön, mal wieder Gesellschaft zu haben. Etwas Kaffee? Stark. Schmeckt echt scheiße, aber ist gut gegen die Kälte. Natürlich. Vorsicht, heiß. Wie lange bist du schon auf der Straße? Wahrheit, Lüge, Ausweichen, Aufstehen. Okay. Wenn du willst, dann bleib. Ich habe nicht viel, aber wir können gerne alles teilen. Danke. Ich hätte gerne jetzt ein bisschen mit ihm geredet, aber okay. Mal ein bisschen länger auf hier. Kurz mal in der Enthalten. Das ist ja das Minister. Ich wollte dich nicht erfrieren lassen. Ich war in der Lage zu helfen, also hab ich's. Kein großes Ding. Ich wünschte, ich wäre gestorben. Ich weiß, Kleine. Ich weiß. Aber da müssen wir alle mal durch. Manchmal muss man nur durchhalten und warten, bis es um ist. Sieh mal, jeder hier hat seinen Platz. Manchmal dauert es einfach nur, bis man ihn gefunden hat. Kennst du die anderen? Das ist Walter da drüben. Okay, trinkt ein bisschen viel, aber er ist in Ordnung. Das ist Jimmy. Halt dich lieber von ihm fern, wenn ihm der Stoff fehlt. Und die Kleine, das ist Thirsty, sie ist schwanger. Oh. Armes Ding. Schwanger und obdachlos. Das gefällt mir aber gar nicht. Kram sein. Ich habe die Ergebnisse der Tests, Stan.
ist doch gar nicht aufgefallen. Okay, zu ihr will ich mal hin. Hi. Okay, das ausschaut nicht. Nein, nein, nein. Weglegen. Ich dachte, wir nehmen das mit, damit wir bewaffnet sind. Damit wir ein Messer dabei haben. Auf jeden Fall. Als ob die sich dahin und will sich die Puls an aufschneiden. Alter Schwede. Ausschau halten. Wir haben nichts mehr zu essen. Ich muss jetzt was besorgen. Willst du sehen, wie es bei uns so läuft? Ich wollte mich jetzt so gut gucken und dann reden. Ich wusste nicht, dass das was triggert. Kommst du mit? Ja, gleich, gleich. Ich hoffe, hier noch mit ihm reden zu können. Okay. Komm, folge mir! Ja, ja. Ja, doch. Okay, wir können nicht reden mit dem. Hey Jody! Dann kommen wir. Ich komme. Ich komme. Lass uns Essensbesuchen. Betteln gehen. Und auf ein Essen kommen. Wir brauchen etwa $5. Das reicht für was Warmes. Wir versuchen es hier. Ich hoffe, die Kälte macht die Leute großzügiger. Warte, ich geh mal. Geh mal rüber hier, mal fragen. Stan, ich glaube, das macht wenig Sinn. Wir sitzen beide am selben Platz. Ich versuch's mal da drüben. Ja. Viel Glück dann. Ich nerv mal ein paar Leute. Pass auf dich auf. Bis später. Ein bisschen Kleingeld. Ihn doch mal. Nein, nein, sagen kann er nicht. Nur sich wegscheuchen. Muss
sie kein Geld. Ist nur Futter. Das ist so hart. Ein bisschen Kleingeld. Für Leute, die Hunger leiden. Ich hab gesagt, wenn es ihm nicht passt, soll er gehen. War Ruhe. Geschieht ihm recht. Das bringt doch nicht, dass wir uns jetzt hinsetzen. Können wir nicht irgendwelche Leute fragen hier? Entschuldigung, Sir. Sir. Ein paar Cent, ein Euro. Für Leute, die hungern. Nicht ernsthaft, einfach anklagend. Homeless, das wird sehr erfolgreich sein. Such dir einen Job, du Schnorrer! Was passiert mit mir? Na, sehr toll. Das ist nicht, was ich wollte. Na, so wird das nichts. Gleich wieder aufstehen. Oh, okay. Sie ist ein Geist, die kann durch. Ich kann durch Autos laufen. Und da ich meine, wir brauchen Geld. Ist die Stadt so ein Ghetto? Hey, das ist doch nichts Neues. Die Wirtschaft läuft eben nicht. Manche machen halt schwere Zeiten durch. Okay. Und du Pfandflaschen in Mülltonnen? Können wir nicht. Ah, doch, können wir. Oh. Pizza. Mitnehmen. Scheiße. Für die anderen. Ich hab so Hunger. Wegwerfen wir nicht. Und wer ist mit? Mitnehmen. Teilen. Ist doch. Ich will am liebsten sterben. Okay, wir gucken, ob wir da in den Supermarkt reingehen können.
Was? Wieso? Das ist... Können wir nicht einkaufen gehen? Ich bin ein ganz normaler Mensch, ich will jetzt hier einkaufen gehen. Ich hab... Warum dürfen wir da jetzt nicht hin und... Warum lässt der uns nicht rein? Sehen wir denn so dreckig aus? Da weißt du nicht, dass es doch... Woher kann der wissen, dass wir nicht einfach einkaufen wollen? Normale Menschen können auch einkaufen gehen. Das ist doch... Woher weißt du, dass wir... Ich guck mal, ob ich hier nochmal irgendwie... Leute fragen können wir scheinbar gar nicht. Uns hier nochmal hinsetzen. Scheinbar nicht. Gehen wir mal weiter. Vielleicht können wir hier noch irgendwas. Automaten hacken. Wir können das nicht machen, Aiden. Ich bin kein Dieb. Ich muss es tun. Wir haben genug. Wo sehen wir, wie es denn geht? In Nöten. Wie läuft's denn? Gib mal noch was. Nicht gut. Du? Ich hab's mal nötig. Heilige Scheiße. Jody, woher hast du so viel Geld? Gefunden. Jody, wenn du das Geld gestohlen hast... Das wird ganz bestimmt niemand vermissen. Sehe ich auch so. Damit kriegen wir heute was zu essen. Stan, ich habe dafür niemanden umgebracht. Vielleicht habe ich zu viel kriminelle Energie, aber... Wie viel ist das, ein Fünfer? Ich kaufe uns jetzt Essen davon. Du bleibst hier. Wird jetzt irgendwo das jemanden den Bankautomaten irgendwie lag auf irgendeinem Konto oder hat jetzt in der Lotterie gewonnen, alter Glückspilz? Okay, ich will keinen Ärger. Dann jetzt einer 5 Euro weniger auf dem Konto. Ja. Oh, komm schon, willst du das jetzt? Ja, schon dabei, Mann. Kann man nicht darüber helfen? Meine Fresse. Ich bin noch voll eingeklappt ist. Du bist noch zu schwach, ein. Bullshit. Das selbst. Bullshit. Okay. Ab, dann passiert euch nichts. Schaut mal hier. Der alte Opa hat eine kleine Freundin. Das laufen wir. Los, demonstrieren wir ihm, was wir mit kranken, verschissenen Missstand tun. Scheiße, Mann. Nimm den Schläger. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh, Kacke. Nein! Verdammt. Gib dem Events des Todes. Steckt ziemlich viel ein. Oh, nach oben. Was willst du? Oh, Kacke. Aufstehen, aufstehen, aufstehen. Oh, Scheiße. Nimm das bloß auf. Maus kriegt den Events. Oh, los, schnell weg hier. Scheiße, hätte man so verprügeln können. Mal bessere Agiertippen.
Patrick. Ah, wir haben das Essen noch, oder? Jody. Jody, alles klar? Das Essen ist noch willst da. Das echt wissen? Und wir haben schon Härteres eingesteckt. Ich komme von der Serie. Du hast dich echt gut geschlagen. Nee, ziemlich schlecht. Gegen diese vier Arschlöcher. Wie viel haben wir noch? Du hast die Prügel für mich eingesteckt. Das war doch selbstverständlich. Du hilfst mir. Ich schulde dir was. Komm, gehen wir. Mit ihren Kräften dahin zu springen, ist selbstverständlich. Nennt sich Zivilcourage. Mit den Mitteln, die man hat, zu helfen. Okay, Leute, kommt zum Essen. Also hat die Mittel zu kämpfen. Die kann sie einsetzen. Komm schon, Jody. Los, hol dir auch was. Hey, ich habe sogar noch Schokolade als Nachtisch. Schokolade? Ich kann mich nicht mal erinnern, wie das Zeug ist. Und wir haben viel Geld besorgt für Essen. Ein paar Arschlöcher spielen, Penner verprügeln. Jody wollte mir helfen, aber es waren einfach zu viele. Und dabei haben wir noch Glück gehabt. Kanntest du die Kerle? Ja, die sind hier bekannt. Die Kids suchen hier nur nach einfachen Opfern. Sie haben Smartphones mit Kameras und sie reißen wohl mal gern die Schnauze auf. Blöde Wichser. Sie wollen vor ihren Freunden angeben. Mieser, verschissener Wichser. Einmal war ich dran. Hab mich noch nicht ganz erholt. Damit angeben, Wehrlose zu verprügeln. Wie bist du hier gelandet? Ich war mal Highschool-Lehrer. Und irgendwann da konnte ich mir die Rat nicht mehr leisten. Ich verlor mein Haus, den Job, alle Freunde. Tja, und hier war dann Endstation. Das sind schlechte Freunde. Wie lange seid ihr schon hier? Die Brücke fand ich so vor ungefähr 6 Monaten. Traf hier Walter. Jimmy tauchte auf. Tuesday ist hier seit etwa 3 Wochen. Jimmy? Ist alles okay? Mir ist kalt. Mir ist so verflucht kalt. Drogen. Was ist mit dir, Jody? Du erzählst nicht viel von dir selbst. Wie bist du auf der Straße gelandet? Ich hab Sachen gemacht, die schlimm sind. Bis mir klar war, dass man mich benutzt. Ich weiß, das klingt jetzt wirklich seltsam. Aber ich kann Dinge. Das macht mein Leben völlig kaputt. Du sagst, du kannst Dinge, Joey. Inwiefern? Ich hab so eine Gabe. Oder es erscheint wie eine Gabe. Aber es ist eher ein Fluch. Es ruiniert mein Leben. Macht mich zu der Person, die ich jetzt bin. Ein Freak. Ein Fehler. Jemand, den ich hasse. Scheint, als wäre Jimmy nicht der Einzige mit einem Drogenproblem.
Ich wollte noch ein bisschen mit ihnen reden. Tja. Jimmy. Schon was hier alles. Wann kommt denn dein Baby? Nächsten Monat? Verdammt. Sie trifft mich schon seit Tagen nicht. Doppelverdammt. Ja, mein Freund. Er wollte kein Baby. Er hat mich grün und blau geprügelt. Ach du Scheiße. Und nun mache ich mir Sorgen. Ist ein bisschen schattenlos. Ich hoffe, das Baby ist okay. Tuesday? Willst du wissen, wie es dem Baby geht? Gib mir deine Hände. Wenn die hier nur nehmen. Hab keine Angst ums Baby. Alles ist okay. Woher weißt du das? Ich weiß es. Ich sehe sie. Was war das? Was machst du? Vertrau mir. Jodie, lass das, das ist furchtbar. Es ist lange her, Stan. 4 lange Jahre. Nancy. Nancy. Das hätte man vielleicht nicht tun sollen. Das bist nicht du. Ich bin es wirklich, mein Lieber. Holy ich shit. War niemals weg. Ich bin an deiner Seite und das für immer. Oh mein Gott. Das wird überkommt. Bricht mir das Herz, du scheinst so verloren, so gebrochen. Es ist hart, Nancy. So hart. Ich bin nichts mehr ohne dich, meine Liebe. Vollkommen leer. Dein Leben ist noch nicht vorbei, Stan. Nichts wird jemals ändern, was wir zwei hatten. Aber du musst jetzt endlich weiterleben. Arbeite wieder. Verliebe dich. Sei bitte wieder glücklich. Für mich, Stan. Tu es für mich. Ich vermisse dich. Oh Gott, ich vermisse dich so.